Guten Morgen, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen wunderschönen, einen sonnigen und einen bunten Mittwochmorgen. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir hatten letztes Wochenende das Seminar HTS Teamsport und das hat mich inspiriert fürs Mittwochsvideo dieses Thema nochmal aufzugreifen, also Gehorsam und Vertrauen, Übungen, die du ganz locker zu Hause im Haus oder im Garten machen kannst, die dir zum einen helfen, den Gehorsam deines Hundes zu verbessern, was Hörzeichen wie Sitz und Platz angeht und gleichzeitig aber auch zu schauen, wie weit vertraut dir der Hund, wenn du dich zum Beispiel körperlich anders ihm gegenüber zeigst, als du das sonst im Alltag machst. Und diejenigen, die mich kennen, die wissen, ich liebe diese sogenannten Stellvertreter-Übungen. Das sind eben Übungen, die ich in Haus und Garten machen kann, wo ich den Ablenkungsgrad selber steuern kann und gucken kann, wie weit geht mein Hund mit. Die sind stellvertretend eben für Situationen draußen, wenn du mit deinem Hund unterwegs bist im Alltag, wo du genau weißt, unter der Ablenkung oder dem Außenreiz fällt es ihm eben schwer, noch im Gehorsam oder im Kontakt mit dir zu bleiben. Und die Stellvertreterübungen, da kannst du ihn Schritt für Schritt an die Ablenkung heranführen. Das jetzt erstmal hier in diesem Video beziehe ich mich auf zwei Hörzeichen, kannst du auswählen, entweder das Kommando Sitz oder das Kommando Platz. Und dann bauen wir dazu Schritt für Schritt Ablenkungen ein. Also, Übung 1 könnte sein, du legst deinen Hund ins Platz, stehst neben ihm und beginnst auf der Stelle zu laufen. Was wichtig ist, ganz wichtig ist, das habe ich auch das ganze Wochenende mit dem Mundfußlicht geredet, dass wenn ich jetzt mich langsam in den Ablenkungen steige, dass ich dem Hund helfe, in der Position zu bleiben, indem ich das Hörzeichen wiederhole, obwohl er noch liegt. Das fällt vielen ganz, ganz schwer. Die meisten sind daran gewöhnt, das Hörzeichen zu wiederholen, wenn der Hund aus der Position rausgegangen ist. Das heißt, dass er zum Beispiel aus dem Platz ins Sitz gegangen ist und dann wiederholen sie nochmal das Kommando Platz. Das wirst du noch 10 Jahre so machen und der Hund wird die Position nie halten. Das heißt, du hilfst ihm, indem du einfach das Hörzeichen Platz wiederholst. Also legst deinen Hund hin, sagst Platz. Dann wiederholst du das Hörzeichen Platz und beginnst auf einer Stelle zu gehen. Wenn das ohne Probleme klappt, wiederholst du wieder das Hörzeichen Platz, solange dein Hund noch liegt, und beginnst neben ihm zu joggen. Wenn auch das klappt, wiederholst du das Hörzeichen Platz und joggst von deinem Hund weg und wieder zurück. Wenn das klappt, sagst du wieder Platz. Also immer wiederholen, solange der Hund noch liegt. Du kannst natürlich auch zwischendurch, zwischen den Übungen, die ich jetzt beschreibe, den Hund auflösen, kurz lockern lassen und dann wieder von vorne beginnen. Beginn aber immer mit der geringstmöglichen Ablenkung, also dem Gehen neben dem Hund, und steigere dich dann eben immer weiter nach oben. Dann kannst du Platz sagen, dann kannst du mal in einem Bogen, in so einem Halbkreis um deinen Hund herumlaufen. Wenn das auch klappt, kannst du in einem ganzen Kreis um den Hund herumlaufen. Wenn das klappt und du hast irgendetwas in der Nähe, hinter dem du dich verstecken kannst, kannst du auch mal Platz sagen, von deinem Hund wegjoggen und vielleicht 3-4 Sekunden hinter einem Baum stehen bleiben, dass er dich nicht mehr sieht. Denke aber immer daran, das Hörzeichen zu wiederholen. Das heißt, bevor du hinter den Baum gehst, erinnerst du den Hund nochmal daran, dass er im Platz liegen bleiben soll. Das sind so Sachen mit Ablenkung, ja. Wenn du jetzt zum Beispiel ein nächstes Ziel dir setzt und das wäre, dass du über deinen Hund drüber springst, entweder seitlich, das heißt, dass er parallel zu dir liegt, also ich würde dann so über den Rudi drüber hüpfen, oder er liegt mit dem Kopf zu mir und ich hüpfe mit meinem Bein
von einer Seite zur anderen. Macht auch, baut das bitte alles langsam auf. Erstmal nur das Bein über den Hund halten. Ich habe am Seminar gesagt, das ist dann die Yoga-Übung der pinkelnde Hund. Ja, dass man so die erstmal das Beine über den Hund hat. Unterschätzt es bitte, bitte nicht. Wenn etwas über deinem Hund stattfindet, dann braucht er schon ein gewisses Vertrauen, dass er da liegen bleibt. Auch hier wieder immer arbeiten über die Wiederholung des Hörzeichens. Wenn du dann merkst, es macht ihm gar nichts aus, dann kannst du einen richtigen Hüpfer über ihn drüber machen und wieder zurück und wieder vor und wieder zurück. Das sind schöne Übungen, wo es, also diese Laufübungen, das, da geht es wirklich eher um, dass der Hund deine Energie, dass er es aushält, in der Position zu bleiben, obwohl du deine Energie also steigerst immer mehr, ja, Rennen, Joggen und Hüpfen, das ist ja auch alles eine Form von Energie und damit auch eine Form von Ablenkung. Und dann kannst du, wenn das gut klappt, die nächsten Übungen machen, die so aussehen, dass du dir zum Beispiel vornimmst, Liegestütze über deinem Hund zu machen. Und sag jetzt mir nicht, du könntest keine Liegestütze machen. 24 Teilnehmer am Wochenende haben bewiesen, 3 Stück schafft jeder. Auch hier musst du dich, ist die Position, deine Ausgangsposition hinter dem Hund. Auch da erstmal langsam anfangen, also nicht sich direkt über den Hund drüber beugen und eine Liegestütze machen, sondern langsam erstmal hinten hinter dem Hund stehen und seine Hände links und rechts, nicht hinter dem Hund stehen, hinter dem Hund knien, so, und die Hände links und rechts und dann langsam sich so ein bisschen runterbeugen und wenn er das gut ab kann, dann machst du das, dann arbeitest du dich mit deinem Oberkörper im Prinzip immer weiter nach vorne. Ich hätte euch das übrigens gerne alles gezeigt mit meinem Hund, aber ausgerechnet jetzt, wo ich das Video drehe, ist mein Mann leider weg und bis er wieder da ist, ist es dunkel. Ja, genau, und dann arbeitest du dich in die Liegestützposition vor. Wenn du merkst, das klappt gut, dann kannst du beim Liegestütz machen ganz, ganz leicht mal den Rücken des Hundes berühren, das Fell des Hundes berühren und sich dann wieder aufrichten. Ihr werdet bei dieser Übung merken, dass es eine Menge Hunde geben wird, die in Übersprungshandlungen verfallen, die sich dann auf dir das Gesicht zum Beispiel ablecken, die sich in auf den Rücken rollen und ne, so ein bisschen in diese Bauchkraul-Position reingehen. Also sich alle möglichen Dinge einfallen lassen, die alle zeigen, dass das dem Hund wirklich etwas ausmacht. Also tatsächlich wirklich darf man diese Übungen nicht unterschätzen. Man kann auch so eine, in so eine Plank-Position über dem Hund gehen, dann ist man noch ein bisschen weiter unten. Also auf jeden Fall erst Liegestütze probieren und wenn das gut klappt, dann erst in diese Plank-Position reingehen. Genau, und ich könnte euch jetzt natürlich noch ganz viele andere Übungen erzählen, aber ich wäre gespannt, wie es für euch läuft mit euren Hunden. Vielleicht mögt ihr mir ja Fotos schicken. Ich habe von dem Seminar auch Fotos gemacht, die stelle ich euch dann in die Kommentare rein, damit ihr mal seht, wie das auf dem Seminar live ausgesehen hat. Es war wirklich ganz toll, es hat ganz viel Spaß gemacht, es ist ein sehr, sehr spezielles Seminar, hatte es Teamsport, nächstes Jahr geben wir das auch, ich glaube zweimal, wenn mich nicht alles täuscht, guckt mal in den Seminarkalender und meldet euch an, weil das ist wirklich einfach mal HTS ganz anders. Und was wir auch noch auf dem Programm haben, unsere großartige Kathi Müller hat einen HTS-Club ins Leben gerufen. Den Link stelle ich euch in den Text über diesem Video ein, wo ihr zum einen gibt es freie, kostenlose Beiträge von Kathi, zum anderen gibt es aber auch die Möglichkeit, natürlich seine Fragen zu stellen und Videos einzustellen auf dieser Plattform, die dann von Kathi analysiert werden. Kathi macht das mit der Videoanalyse schon relativ lange, also hat auch nicht erst in der Corona-Zeit damit begonnen, sondern schon vorher mit wirklich unglaublichen Ergebnissen, das muss ich wirklich sagen. Ich habe dann ein, zwei Kunden von ihr, die nur über Video betreut wurden,
erlebt auf dem Seminar und war wirklich erstaunt über das, was dabei rauskommt. Also da hat sie wirklich ein Talent für euch da auch über Video anzuleiten. Und da muss man nicht weit fahren. Das kann man zu Hause sich filmen lassen und die Kanti analysiert euch aus. Also der HTS Club kommt in den HTS Club. Eine ganz, ganz tolle Zusatzmöglichkeit, sich noch ein bisschen coachen zu lassen. Ja, und ich sage mal an dieser Stelle, wünsche euch einen wunderschönen Mittwoch. Macht euch eine gute Woche und gehabt euch wohl. Wir hören uns nächsten Mittwoch.